Heute habe ich einen kurzen Bericht von der Ham Radio Amateurfunkmesse in Friedrichshafen für euch. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Also lehnt euch zurück und genießt die Eindrücke. Unser Tag beginnt in Friedrichshafen immer mit einer Busfahrt vom Bahnhof oder vom Hafen zum Messegelände. Es war eine kurze und angenehme Fahrt, die uns direkt ins Herz der Ham Radio brachte. Die Messe wurde feierlich eröffnet und konnte dieses Jahr einen großen Erfolg verzeichnen mit 11.300 Besuchern aus 50 Nationen. War die Ham Radio besser besucht als im letzten Jahr. In der kommerziellen Halle, also ich sage immer kommerzielle Halle, da wo die Händler sind, also in der Kommerzhalle A1, waren leider einige Lücken zu verzeichnen. Es hätten durchaus noch mehr Händler dort sein können, und ich finde es sehr schade, dass namhafte Amateurfunkhändler auf der Messe nicht ausgestellt haben. Dennoch waren 380 Händler und Verbände aus 32 Nationen vor Ort, was die Vielfalt und das Angebot dennoch sehr abwechslungsreich und spannend machte. Auch die Vorträge und Seminare waren wieder hochinteressant und natürlich auch wieder sehr gut besucht. Insgesamt gab es 110 Vorträge und Seminare. Da war wirklich für jeden wieder etwas dabei. Ich habe auf der Messe ein sehr interessantes Interview mit Holger, Delta Kilo 4 Lima X-Ray, dem Sekretär des HSC, zum Thema HSC, also High Speed Club, geführt. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Interview. Ja, ich habe jetzt hier den Holger, den Sekretär vom HSC-Club hier am Mikrofon. Und wir wollen ja schon seit längerer Zeit mal zusammen ein Interview führen. Jetzt ist das soweit. Und ich gebe das Mikrofon dann einfach mal dem Holger, und der kann sich einfach mal selber vorstellen. Ja, ich wünsche erstmal allen Zuschauern einen guten Tag. Mein Name ist Holger, ich bin der Sekretär des High Speed Clubs, der 1951 gegründet worden ist. Und ich bedanke mich natürlich bei Michael, dass ich die Möglichkeit habe, hier den HSC-Club näher gerne zu beschreiben. Ich freue mich auch, dass ihr hier auf dem Kanal seid, weil es geht ja um CW, und ihr wisst ja, ich mache gerne CW und ich bin auch selber Mitglied im HSC-Club. Aber da erzählt der Holger gleich noch mehr dazu. Jetzt erstmal wieder das Mikrofon zu ihm. Ja, danke sehr. Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns High Speed Telegraphy Club nennen. Wir wurden 1951 gegründet und geben ein Diplom raus. Ja, dieses Diplom bedeutet, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, und dann bekommt man dieses Diplom. Übrigens noch ganz kurz, der eine oder andere wird mein Rufzeichen kennen, weil ich also in der CQDL und auch in der Funkamateur eine kleine Kolumne habe, sehr unprätentiös, wo ich dann die Hauptneuigkeiten des HSCs dann praktisch publiziere. Okay, Holger, vielen Dank. Aber was ist denn jetzt eigentlich der HSC? Was macht ihr? Ja, also abgesehen von dem Grunddiplom, was wir rausgeben, haben wir so verschiedene Programmbereiche. Ja? Zum Beispiel gibt es ein Worked All HSC Diplom. Das WHSC, das kann man in verschiedenen Stufen auch erwerben, und das wird von DL1VDL praktisch gemanagt. Genauso wie die anderen Programme, die wir haben, die werden auch von unterschiedlichen OMs betrieben. Da hätten wir zum Beispiel auch noch den HSC Contest, der ist vielen OMs, gerade CW-Leuten, sicherlich auch geläufig. Der findet im Februar und im November statt.
und da brodelt der Äther. Da haben wir also eine Beteiligung von Amateurfunkern, CWisten aus ganz Europa. Und es geht immer um CW. Und Leute, CW lebt. Es wird viel mehr. Ich habe manchmal so den Eindruck, seitdem wir keine CW-Prüfung mehr haben, sind die Bänder im CW-Bereich tatsächlich noch belebter. Ja, die sind auf jeden Fall belegt. Und ich bekomme auch immer wieder als Sekretär Anfragen per E-Mail, wie man denn sein Tempo vergrößern kann. Viele Leute, die lernen CW und bleiben dann auf so einem gewissen Stadium stehen und die möchten gerne wissen, wie kommt man dann eigentlich weiter. Ja. So, wir haben jetzt den Contest-Bereich besprochen sozusagen. Es gibt natürlich auch noch einen Mitgliedersekretär, der bei uns dann die Mitgliedslisten führt. Das ist der Fabian, DJ5CW. Der ist ja auch eigentlich recht bekannt. Kurz. Ganz genau, ja. Und so haben wir unsere Arbeit also aufgeteilt. Es gibt auch ein Angebot, das wir machen. Das ist der sogenannte HSC-Marathon. Da geht es darum, möglichst viele Mitglieder des HSCs in einem Jahr zu erarbeiten und dann wird auch ein Ranking erstellt. Man kann seine Logdatei hochladen und kann dann praktisch online seine Logdatei hochladen und dann kann man direkt sehen, wie man dann im Ranking dann steht an dem speziellen Tag. Ja, genau. Ja. Und es geht natürlich immer um CW und wer das nicht kennt, wenn du neu hier auf dem Kanal bist, CW ist Telegrafie oder Morsen. Länglich bekannt als Morsen. Und hier gibt es also auch viel zu sehen. Hier gibt es noch ganz viele alte Handtasten zu sehen. Ich zeige euch das gleich mal. Ich werde das gleich noch mal etwas näher aufnehmen. Aber jetzt noch mal die Frage zum Holger. Holger, wie kommt man denn jetzt eigentlich in diesen HSC? Ich möchte noch ein anderes Programm erwähnen. Okay. Und zwar haben wir ja natürlich auch einen jemanden, der für die Webseite zuständig ist, der DL5HCK. Und man kann also sehen, dass wir praktisch ehrenamtlich unsere Aufgaben verteilt haben. Ja? Und jeder ist sozusagen für seinen Bereich zuständig und da redet auch der andere, reden wir uns auch nicht rein gegenseitig. Und das klappt also ganz ausgezeichnet. Der DL5XL ist übrigens unser Präsident, der ist ja auch bekannt, der Felix, durch seine Vorträge über die Antarktis. Wenn er nicht gerade auf der Neumayer 3 ist. Ganz genau. Ja, und so haben wir also eigentlich ein umfassendes Programm, was man zunächst gar nicht vermutet. Ja. Okay, aber Neumayer 3 vielleicht noch mal kurz als Zwischenruf. Ich habe ja letztes Jahr ein Video hier mit der Theresa gemacht, die auch auf der Neumayer 3 war. Wenn du das noch nicht gesehen hast, das war wirklich top. Also die Theresa ist ein super Typ und sie beschreibt dort echt die Neumayer 3 Station. Ist hier auf dem YouTube-Kanal, schau dir das einfach nochmal an. Über Q100, also Satellit ausgerichtet und dann, der fährt automatisch nach, oder? Inzwischen, ja, aber damals hatten wir noch eine portable Station, einfach so ein kleines Dreibein mit der Schüssel drauf und eine Box mit dem Transceiver oben drauf und das war dann so am Anfang auf jeden Fall ein Zwei-Mann-Job, weil einer musste die Schüssel halten, damit die nicht wegfliegt und der andere hat gefunkt und dann musste man die Schüssel immer so alle paar Minuten von Hand die Schüssel so ein bisschen abstellen. Und die Wellenbewegung von dem Schiff, das ging erstaunlicherweise, war das überhaupt kein Problem. Also ich meine, um Äquator darum hatten wir sowieso Ententeich, da ging das auch alles gut. Aber spannend wurde es dann, wenn die Polarstern angefangen hat, irgendwie nicht mehr geradeaus zu fahren, weil dann haben wir plötzlich gemerkt, das Signal wird schlechter. Haben wir ein bisschen nachgedreht, ja, jetzt ist es wieder besser. Aber jetzt nochmal nachgedreht, ja, immer noch. Sag mal, fahren wir gerade ein Manöver? Ja, es kann sein. Okay, nachdrehen. Okay. Ja, deine Frage war jetzt, wie man eigentlich dazu kommt. Genau, wie man eigentlich überhaupt in diesen HSC-Club reinkommt. Zum Ersten muss ich sagen, der HSC-Club ist ja kein eingetragener Verein, ja, sondern das ist, wir nennen uns zwar Club, aber wir sind ehrenamtlich tätig, wir haben auch keine Mitgliedsgebühren, sondern wir geben dieses Grunddiplom raus. Und dieses Grunddiplom ist ein Leistungsdiplom. Ja, das kriegt man nicht einfach so, indem man zwei QSOs macht oder so, sondern man muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehört, dass man 30 Minuten lang mit einem Tempo von 25 Wörtern pro Minute telegrafieren können muss. Und 25 Wörter sind 125 Buchstaben pro Minute. Und dass man dann nachweisen muss in einem QSO mit einem HSC-Mitglied, dass man die Abkürzung beherrscht, dass man sauber geben kann natürlich und dass man eben
auch diese Geschwindigkeit beherrscht. Die Geschwindigkeit auf jeden Fall beherrscht, wobei Geschwindigkeit nicht das Wesentliche ist, sondern man muss vor allen Dingen sauber geben. Qualität geht auf jeden Fall vor Geschwindigkeit. Die Abkürzung richtig und sinnvoll benutzen, auch inhaltlich ein bisschen was rüberbringen. Ja, ich sage immer, ein richtiges CW-QSO ist ein Kunstwerk. Ja? Schön. Wobei das Schöne ja ist natürlich, dass man international dann auch tätig werden kann. Wir haben also 2100 und noch was Mitglieder im Moment. Mitglieder, ja, die Leute, die das Diplom haben. Wir können uns über die Abkürzung natürlich international unterhalten. Wir haben also auch in anderen Kontinenten, in Amerika, Südamerika, überall haben wir Mitglieder. Das ist generell das Schöne am CW. Man muss kein Englisch können. Wie in SSB zum Beispiel, wenn man internationalen Funkbetrieb macht, dann sollte man auch zumindest ein bisschen Englisch können, dass man sich so ein bisschen unterhalten kann. Aber in CW ist es so, wir haben fast für alles Abkürzungen. Und wenn man die drauf hat, dann kann man ganze QSOs fahren mit Leuten aus allen Ländern. Ob der jetzt Spanisch spricht, ob der Englisch spricht, ob der Portugiesisch und ich weiß nicht was spricht, spielt keine Rolle. Mhm. In CW hast du immer einen Funkkontakt und ihr werdet euch immer verstehen. Besser hätte ich es jetzt nicht ausdrücken können. Okay, und es ist aber so, dass wir natürlich eine Gebühr erheben müssen für das Diplom. Ja? Das Diplom kostet derzeit 10 Euro und auch die anderen, die Worked All HSC-Diplome, die kosten auch eine Kleinigkeit. Aber das ist ein ganz guter Wandschmuck und ich muss sagen, der HSC, der ist also sehr nachgefragt. Ja, ja. Es dauert natürlich eine Weile, bis man 5 Sponsoren zusammen hat. Aber es gibt eine Webseite, die vom Fabian DJ5CW betrieben wird. Oh, das ist ein guter Hinweis, ja. Ja, die heißt CW Club Spotter. Ja, www.rbn.telegraphy.de. Ja. Und dort werden alle CW-Stationen, die gerade auf der Kurzwelle auf irgendeinem Band zu hören sind, aufgelistet. Und hinter dem Rufzeichen stehen jeweils die Clubs, in denen dieser OM oder diese YL, gibt es ja auch, natürlich. Mitglied ist. Und da kann man sofort sehen, welche HSC-Mitglieder da gerade auf dem Band sind. Und dann kann man ja die Leute mit diesen Leuten, mit den HSC-Mitgliedern in Kontakt aufnehmen. Kann auch durchaus nachfragen und sagen, ich würde ganz gerne das Diplom haben. Hast du mal Zeit, mal 30 Minuten mit mir zu funken? Und wenn das klappt und der HSC, Mann hätte ich was gesagt, die Frau sagt, okay, der ist, den unterstütze ich, dann bekommt er entweder eine E-Mail mit dem Vorschlag oder die QSL-Karte mit dem Vorschlag. Und wenn er alle 5 zusammen hat, dann schickt er den wohin? Zu dir. Ganz genau. Dann schickt er den an mich. Ich gucke, ob alles gut abgelaufen ist. Das heißt, die 30 Minuten erfüllt sind, die Geschwindigkeit erfüllt ist. Und dann werde ich entsprechend, wenn es keine gravierenden Einwände gibt durch irgendwelche Leute, die im Committee sind, ja, werde ich dann die Diplomurkunde ausfüllen und dann an denjenigen, an den Bewerber schicken. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen das, was wir beim HSC machen. Wie gesagt, ja. Toll. Also ich noch ein Hinweis zum Fabian. Der Fabian, der macht ja nicht nur diese Spotter-Geschichte, sondern er hat auch eine Plattform. Wenn du noch kein CW kannst, geh mal auf LCWO. Das ist Learn CW Online. Dort hat er ein komplettes Programm erstellt, mit dem du ganz einfach CW erlernen kannst. Du wirst da durch Lektionen geführt, durch Schritte geführt und kannst dich da auf ein gutes Niveau bringen, nachdem du dann auch online, was heißt online, auf Band QSOs fahren kannst. Das geht also wirklich ganz toll. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Fabian für seine Unterstützung und seine Hilfe. Ja. Holger, ich weiß nicht, wolltest du noch irgendwas beitragen, irgendwas sagen? Oder? Ich denke, im Wesentlichen ist alles gesagt. Wie gesagt, es gibt keine Beiträge. Man muss halt eine gewisse Leistung erbringen und ich würde mich freuen, wenn also viele Leute sich beim HSC bewerben würden sozusagen und da wirklich einsteigen würden. Ne? Okay, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr euch doch bestimmt an Holger wenden, ne? Ja, wenn da irgendwelche Fragen sind oder direkt an die HSC-Seite. Ja. Gut. Entweder direkt an mich, im Impressum steht ja auch meine E-Mail-Adresse oder auf QRZ.com. Ja. Oder wir haben natürlich auch die eigene Webseite, die ich ja schon erwähnt habe, www.highspeedclub.org
Und da kann man auch die ganzen Informationen nochmal auf Englisch und auf Deutsch nachlesen. Bin ich dir sehr dankbar, dass du das jetzt gesagt hast. Ich hätte es nämlich vergessen. Okay, Holger, vielen Dank für das QSO. Hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich, Michael. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin auch im HSC. Ab und zu bin ich auch mal QRV in CW. Super. Ich komme ja nicht mehr so oft dazu, nicht zu Videos. Aber wenn ihr mich hört, ich bin dann natürlich auch ansprechbar und freue mich, mit euch ein QSO zu führen. Am Stand des AJW, also des Referates Ausbildung, Jugend und Weiterbildung, war immer etwas los. Viele Fragen drehten sich um die neue N-Lizenz sowie um die Lernplattform 50ohm.de. Mit der zusammen ich ja auch die Videoreihe zur N-Lizenz, die hier auf dem AFU-Channel kostenlos abrufbar ist, produziert habe. Professor Dr. Matthias Jung, Delta Lima 9, Mike Juliet und ich haben am Stand des DRC-Verlages das Buch zur N-Lizenz signiert, was ja kurz vorher auch erschienen ist. Kanalmitglieder konnten die Signierung hier auf dem Kanal im Livestream verfolgen. Und, wie ich gehört habe, war der DRC-Stand am Abend, zumindest was das Buch betraf, komplett ausverkauft. Die Lernplattform 50ohm.de ist ein voller Erfolg. Die Produktion des Videos für die N-Lizenz ist jetzt auch abgeschlossen. Wir haben äquivalent zur 50ohm-Plattform 14 Lektionen mit 129 Kapiteln produziert. Das sind 377 Minuten, also über 6 Stunden Videomaterial. Wenn man das mal mit einer normalen Spielfilmlänge von ca. 90 Minuten vergleicht, dann wären das gute 4 Spielfilme oder 4 gute Spielfilmlängen, die wir produziert haben. Bisher wurden diese Lektionen mehr als 80.000 Mal auf dem AFU-Channel angesehen. Ein Mega-Erfolg für das gesamte Projekt. Delta November. Auf dem Kanal von F74, Foxtrot 74, hat Kirk, Delta Oscar 3 Kilo India, ein Interview mit Matthias Jung, DL9MJ, geführt. Und das ist sehr zu empfehlen. Und ich verlinke das hier unter dem Video. Schaut da mal rüber zum Kirk. So Leute, und jetzt habe ich ihn hier, die erste N-Lizenz, die ich hier auf der Ham Radio getroffen habe. Delta November 9, das ist der Michael. Und jetzt schaut mal. Hallo, grüß euch, liebe Community. Ja, ich habe es geschafft. Bin etwas nervös gewesen, aber ich war gut gerüstet. Dank der Plattform 50ohm.de, dank Michaels Videos. Alle 14 Kapitel schön erklärt, verständlich erklärt. Was mir persönlich geholfen hat, dass ich heute am 29. Juni 2024 hier in Friedrichshafen unter dieser schönen Kulisse erfolgreich die Prüfung ablegen konnte. Super. Und wir alle gratulieren dem Michael. Ich finde es ganz toll. Und alles Gute und vor allen Dingen viel Spaß beim gemeinsamen Hobby. 73. Ich bin Tim und ich habe gerade auf der Ham Radio die Amateurfunkprüfung zur Klasse A bestanden. Das ist super. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Danke. Alles Gute und viel Spaß beim gemeinsamen Hobby. Mensch, danke. Super. So, ich habe jetzt hier auf der Amateurfunkmesse, genau, ich muss erstmal überlegen, auf der Ham Radio. Wir sind auf der Ham Radio und ich habe jetzt hier 2 N-Lizenzen gefunden. So, und das ist einmal der? Der Ronald, der DN9RM aus Altdorf bei Nürnberg. Und? Andreas mit DN9NAK auch aus Nürnberg. Super, und ich sage herzlichen Glückwunsch. Danke. Natürlich durfte auch der Flohmarkt nicht fehlen. Für viele ist das der Hauptanlass, zu Ham zu kommen. Und ja, leider war ich nur kurz dort, habe aber ein paar Impressionen für euch mitgebracht. The room is filled with silence. We're alone and frightened. All we do is lie. Throw away our labor. Like a piece of paper. Gone and won't be found. And ooh. You were not wrong. And ooh, 'cause we are not one. You blow out. Es hat wieder mega viel Spaß gemacht.
Das Wichtigste für mich war, wie immer, Freunde zu treffen und viele Gespräche zu führen. Wir hatten natürlich auch viel Spaß an den Abenden in den Biergärten rund um den Bodensee. So, das war's erstmal wieder von der Ham Radio. Ich freue mich schon riesig auf das nächste Jahr, auf die nächste Ham Radio. Und wir sind wie immer am Sonntag zurückgefahren und gut in der Heimat angekommen. Ich freue mich, dass ihr in diesem Video bis hierhin durchgehalten habt. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und klick auf jeden Fall auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt.